Wir befinden uns hier im Durchbruchstal der Jungen Donau durch die Schwäbische Alb. Und manche Leute nennen das Ganze auch den Schwäbischen Canyon. Das Donaudurchbruchstal geht circa 15 Kilometer westlich von hier, fängt es an bei Mülheim an der Donau und endet von dort aus etwa 40 Kilometer weiter in Sigmaringen. Mein Name ist Günther Irion. Ich leite zusammen mit meiner Frau Cornelia Süßmuth die Freizeitanlage im Ortsteil Hausen im Tal. Wir liegen hier direkt am Donauradweg. Da kommen viele Radfahrer hier durch, die auch hier im Tal oft dann nochmal einen Zwischenstopp einlegen. Wir versuchen in unserem Gasthaus authentisches Essen zu kochen, fast ausschließlich mit regionalen Produkten. Wir machen natürlich die schwäbische Spezialität, die Maultaschen. Das gehört einfach in die Region. Die machen wir in einer klassischen Variante und in einer vegetarischen Variante. Die stellen wir von Anfang an selbst her. Wir machen selber den Teig und die Füllung. Maultaschen ist eigentlich der Renner bei uns in der Küche. Wir vermieten auch Kajaks und Kanus an der Einstiegsstelle hier in Hausen im Tal. Das ist im Übrigen die erste Einstiegsstelle, von der aus man eine Bootstour donauabwärts starten kann. Der Bereich von hier aus donauaufwärts ist fürs Bootfahren gesperrt bzw. nur sehr eingeschränkt möglich. In der Donau sind auch noch viele Arten heimisch, die man sonst nicht so oft mehr findet. Wir haben hier noch Eisvögel in nicht unbeträchtlicher Menge. Wir haben inzwischen wieder sehr viele Biber hier. Wenn man Glück hat, kann man beides sehen. Der Biber ist ein bisschen schwieriger zu sehen, der Eisvogel schon eher. Mich fasziniert der Gedanke, dass wir hier eigentlich auf dem Meeresboden sind. Wenn man überlegt, wie die Schwäbische Alb entstanden ist und wenn man sich diese Kalksteinfelsen anguckt und wenn man da mal an verschiedenen Stellen näher rangeht, da wo Geröllhalden oder Abbruchstellen sind, kann man sehr viele Versteinerungen finden, auch sehr schöne Versteinerungen. Und da wird einem klar, was diese Geschichte der Region eigentlich ist, wie die Region entstanden ist. Das finde ich schon faszinierend. Ich finde auch die Leute hier angenehm, mit denen kann man gut zusammenleben. Das ist für mich, der nicht schon immer hier ist, sondern erst seit 12 Jahren hier in der Region ist. Ich bin zwar aus der Gegend von hier, aber war lange weg und bin dann wieder zurückgekommen und habe gemerkt, ja, das ist doch eher meine Heimat.